Herzlich willkommen zu diesem Video. Und ich würde doch mal meinen, wir machen mal wieder eine Runde Max Payne. Ab geht die Luzi. Womit laufe ich los? Ja, ich weiß es nicht. Hängst du da fest oder was? Na komm. Klasse. F5 verladen. Achso, ich kann noch einfach hinterdrücken, okay. Dann müssen wir ein bisschen härter vorgehen hier. Ruhe, Freund. Fünfer Speicher, ne? Ja. So. Junge, Junge, Junge. Ah, okay, da war ein Gang hier lang. Okay. Auch nicht die Stelle. Es gab eine Stelle, da ist man so im Treppenhaus gelaufen, da gab es dann erstmal Granaten, die einem entgegenkamen. Aber gut. Was hier nicht der Fall ist. Telefon. In der Eingangshalle läutete ein altes Telefon. Es hätte ein Junkie sein können, der seinen Fix brauchte, aber es stellte sich heraus, dass es sehr viel bedrohlicher war. Spreche ich mit Mr. Payne? Wer will das wissen? Mein Name ist Alfred Wooden. Sie müssen sich beeilen. Die Polizei ist auf dem Weg. Sagen Sie mir was Neues. Die wissen, dass Sie dort sind. Wie? Und was geht Sie das an? Ich werde mich wieder mit Ihnen in Verbindung setzen. Die Cops trafen ein. Die Sirenen heulten in der atonalen Harmonie eines Chors manisch-depressiver. Mir blieben noch ein paar Minuten, bis das SWAT-Team die übliche Routine erledigt hatte. Sobald sie richtig loslegen würden, musste ich weit weg sein. Max Payne, hier spricht Deputy Chief Jim Bravura vom NYPD. Lassen Sie Ihre Waffen fallen und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Okay. Was? Oh Mann. Vergiss es. Das Arschloch! Nö. Das gibt's doch nicht. In der Eingangshalle läutete. Ja, gut, aber ohne Üben ist das vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, was ich hier abliefere. Was weiß ist ich das? Nicht. Mach ihn fertig! Das Spiel ist ja nun mal sehr knackig. Euch gekillt, ja. Mich aber einiges gekostet, ne? Das ist nicht so schön. Aber gut. Jemand hatte einen Brief auf der Theke liegen lassen. Auf dem Regal lag ein Schlüssel. Ist doch bis hierhin ganz nett. Plötzlich ergab alles einen Sinn. Die Bomben, der Boss der Russenmafia, der persönlich auftauchte. Cognetti war wie immer in Höchstform. Alles nur heiße Luft.
Nach unserem Schlag bleiben dem Russen nicht mehr viele Männer und die sind käuflich. Völlig ausgeschlossen, dass er danach noch den Mumm hat, große Töne zu spucken. Wie sich herausstellte, hatte der Russe ziemlich viel Mumm. Auf eine Sache konnte man sich verlassen. Treibe einen Mann in die Ecke und er schlägt früher oder später zurück. Stopp! Stopp! Das ist die letzte Warnung. Ergeben Sie sich oder wir sind gezwungen zu handeln. Zwingen Sie uns nicht, Sie zu holen. Wie konnte man sich denn hier nochmal... Nein, das war es nicht. Die gehen dann ganz gut ab, ne? Kann es sein, dass ja... irgendeine Tür geöffnet war dann? Wenn man zurückläuft? Ich glaube dadurch, ne? Ja, dann geht hier jetzt bestimmt die Post ab, ja, ne? Hey! Junge, Junge, Junge. Das ist abgefahren, was das einen erschreckt auf Kopfhörer, ne? So, ich muss jetzt hier erstmal Pause einlegen. Ja, herzlich willkommen zurück. Und jetzt wollen wir nochmal schauen, ob und was wir hier so reisen können. Ich glaube, das war die Granatenstelle, kann das sein? Ja. Friss sie selbst. Ich krieg dich. Stehst du? So läuft's. Ja, man kann immer mal schön so ein bisschen um die Ecke loopen bei dem Spiel, ne? Ist da alles kein Problem hier. Yeah! Feierabend für dich. Nix mehr mit Granaten hier. Mag sein, dass ich dich nicht erwischt habe. Aber getroffen hast du mich nicht. Oh! Shit! 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 Oh! Hör mal! Sehr Bursche, wa? Komm schon! Spinn's wohl, wa? Junge? Hier gibt's jetzt hoffentlich mal wieder ein paar Painkiller. Das wäre ganz lässig, weil... ja, jetzt wird das mal langsam ein bisschen eng hier. Alter Schwede, ey. Auch so konstant, ne? Schwierigkeitsgrad, echt. Da merkt man, ich habe das schon länger nicht mehr gespielt und ich erschrecke mich bei diesen typischen Stellen, ja. Oh. Oh, nobody works hier, wa? Hallo. Ah, okay, die haben irgendwie von oben Granaten geworfen gehabt, ne? Musste ich, denke ich, hier rüber jumpen, ne? Ja, es geht natürlich schief. War ja klar. Super klasse. Ich hab's voll drauf. Hier kann ich nicht lang. Das ist schade. Ich muss wohl eine bestimmte Stelle kriegen hier, oder was? Komm schon. Geht doch. Junge, Junge, Junge. Ja. Wie war das noch? Voll mit, ne? Bomben, die Hütte.
Ich hab Granaten. Ich völlig vergessen. Ah, und da flog er. Ah. Verdammter Penner. Gut. Oh. Geh weg, Junge. Gottverdammte Scheiße. Da ging irgendwie eine Tür. Irgendwo. Junge, Junge, Junge. Die Wege habe ich anscheinend zumindest bis hierhin nicht vergessen, aber die typischen Stellen, wo richtig Post abgeht, die habe ich anscheinend irgendwie, ja. Ah, okay. Die Bomben hatten sämtliche Treppen zu Lupinos Büro zerstört. Die andere Route führte mich über die angrenzenden Dächer. Mhm. Ja, und hier würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss. Vorerst. Wegen diesen Tongeschichten da, was mir nicht so ganz passt. Ich meine, bildqualitätstechnisch habe ich ja jetzt wieder den MSI auf der Birne erstmal laufen. Quasi dann ab jetzt hier somit offiziell D-Demon gepimpt. Er hat mir da die Tage Steam mal im Chat ein bisschen geholfen, das Ganze ein bisschen zu optimieren noch weiter und ja. Beenden wir hier mit diesem Part.